von den Springern. Widerlich. Oh, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei God of War. Schön, dass ich doch noch nützlich bin. Chaos-Klingenverbesserung verfügbar. Da schauen wir doch nochmal eben rein. Eigentlich wollte ich hier gar nichts mehr machen, sondern ich wollte direkt weitermachen. Nö, da ist aber nichts, wo wir jetzt was Gutes drin haben. Das bringt uns auch nicht wirklich was und das auch nicht. Du kommst bestimmt wieder, wenn du etwas willst. Ja, ich komme immer wieder, wenn ich was will. Weil sonst sieht man dich ja so selten. Was war hier hinten los? Eigentlich liefen hier doch irgendwelche Leute rum. Die sind jetzt weg? Oder wie? Oder was? Hä? Das kommt mir irgendwie ein bisschen suspekt vor. Also wir haben ja in der letzten Folge sind wir eigentlich hier gelandet und haben uns überlegt, ob der Kleine vielleicht für das Gewitter da oben verantwortlich ist oder ob Zeus es diesmal nicht so gut mit uns meint. Aber wo die Gegner jetzt hin sind, ich befürchte, dass die eventuell jetzt gleich alle auf einmal kommen, wenn ich da weitergehe. Wir müssten geradeaus hoch. Wobei ich am Überlegen bin, wir haben hier, glaube ich... Ah, da ist schon der Erste. Okay. Ich habe nichts gesagt. Moment, da kommt der Zweite auch wieder. Wie auf Kommando kommen sie alle wieder zurück. Ich wollte eigentlich gesagt haben, dass wir hier hinten noch zwei Truhen stehen gelassen hatten. Und dass ich gucken wollte, ob wir die jetzt mittlerweile machen können. Weil wir hatten ja, weiß ich nicht, neue Pfeile bekommen. Und die Dinger, die wir jetzt hier in der Hand haben, haben wir auch bekommen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wie kriege ich denn? So kriege ich meine Axt wieder. Ja. Kommen die jetzt alle oder kann ich die so nach und nach... Der kommt schon sehr auf mich zu. Ich wollte eigentlich erst den Kleinen anvisieren. Weil die mich immer am meisten nerven, ehrlich gesagt. Jetzt haut der Kleine ab. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe hier irgendwas getriggert. Okay. Ja, genau, ein Schlag. Willst du mich veräppeln? Ich sehe den ja noch nicht mal. Wo ist er denn jetzt? Komm. Ja, komm bloß nicht aus der Ecke. Kein Thema. Hinter dir, pass auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Wäre auch schön, wenn du mal schießen würdest, Junge. Wollt ihr mich hier veräppeln? Ich kann ja noch nicht mal einen Schlag an... Lauf, Mann! Bleib doch nicht stehen! Ach, der ist beschäftigt, der kann wieder nicht schießen, okay. Ich kann nicht auf die Taste drücken gerade. Hinter dir! Och ja, ich kann wieder nicht zielen. Lass mich doch einfach mal zielen, statt immer nur auszuweichen. Junge! Das ist meine Axt. Geht doch. Wo ist er? Eigentlich wollte ich mit dem den anderen angreifen, aber so geht's auch.
Ja, weich wieder nicht aus. Ey, du drückst die ganze Zeit die Taste. Hallo. Aha, beim fünften Mal oder so funktioniert es dann, ja? Oder auch nicht. Boah, ist das nervig. Ja, genau, macht ihr das mal. Die Wölfe gegen den Wolf. Hallo, ich sehe nichts mehr. Hallo. Was war das? Ich würde mich gerne mal heilen. Och, Leute, ernsthaft. Verpiss dich endlich, Mann. Wollte mich nur mal kurz heilen. Boah, ich verstehe das nicht. Wieso funktioniert das eigentlich nie? Junge, wir müssen mal eben was ausprobieren. Also entweder drücke ich jetzt hier immer die falsche Taste, wenn ich ziele. Ja, dann kannst du doch schießen. Wieso kannst du das im Kampf nicht? Ich begreife es nicht. Wenn ich im Kampf ziele... Moment, jetzt muss ich mal eben was ausprobieren. Wenn ich mit denen ziele... Und die Taste drücke, dann schießt er doch auch. Wieso möchte er das auf einmal nicht mehr? Ich begreife es einfach nicht. Sobald der Kampf losgeht, ich weiß nicht, ob es verbuggt ist oder ob das irgendwie blockiert wird oder was. Sobald irgendein Kampf losgeht und ich drücke auf die linke Taste, dass er schießen soll, funktioniert gar nichts mehr. Keine Ahnung warum. Kommen jetzt hier auch noch Gegner? Ich bin ja gerade so ein bisschen... Also, ich habe eigentlich sehr gute Laune heute. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe verdammt wenig geschlafen. Vielleicht hatte Brock doch recht. Okay, womit? Ich habe ja nur die ganze Zeit so ein komisches Knochen gehört. Was war das gerade? Hörte sich gerade irgendwie komisch an. Genau. Ah ja, das konnten wir nicht. Genau. Wie kann ich denn jetzt nochmal die Pfeile wechseln? Ich glaube nach oben, ne? Okay, das war jetzt der falsche. Oder brauche ich da meine... Ah ja, das war das mit dem Explodieren. Okay, okay, okay. Damit hat sich meine Frage dann auch gerade selbst beantwortet. So, die Frage ist, dafür brauchen wir doch rein theoretisch, wenn ich mich nicht täusche, die hier. Muss ich was näher rangehen? Hallöchen. Ah, die andere Taste. Wow, ich dachte, Hillstone wären undurchdringbar. Nein, Junge, sind sie offenbar nicht. Endlich können wir die Dinger hier nehmen. Oh, was ist das? Legendärer Zauber erhöht Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Maximal plus 21%. Ja. Das ist doch ganz schnieke. Gehen wir mal wieder. So. Einmal Permafrost, bitte. So, ich möchte aber lieber die haben. So, wir müssen... Oder haben wir da noch eine Kiste gehabt? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob da jetzt noch eine Kiste gewesen ist. Aber wir sollen auf jeden Fall hier hoch. Es hört sich immer so an, als ob uns gleich irgendwas entgegengesprungen kommt. Das ist nicht gut. wenn ich heute mal irgendwie eine langsamere Reaktion habe, dann tut es mir wirklich leid, aber... Ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt. Es ist wahnsinnig heiß die letzten zwei Tage gewesen. Also wir haben heute auch wieder 34 Grad angesagt. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Eieieiei. Wie war das mit Hochmut kommt vor dem Fall? Ich denke mal, der Kleine wird noch einen sehr, sehr tiefen Fall vor sich haben. In welchem Bezug auch immer. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich gehe am besten mal nicht weiter, bevor hier wieder irgendwas getriggert wird, dass ich sehr
schlecht will ich nicht mal sagen, aber sehr wenig irgendwie geschlafen habe heute und nur noch am Gehen bin heute Morgen und ja, hoffe, dass ich die Kämpfe einigermaßen überstehe. Das lassen wir nochmal stehen. Ich weiß nicht, ob wir das gleich brauchen. Hatten wir das hier links? Hatten wir doch gemacht, oder? Da sind wir, glaube ich, zu so einer Hexe oder sowas gekommen. Kann das sein? Oder wir hatten da... Moment, ich schaue doch nochmal eben nach. Achso, ja, Entschuldigung. Ah ne, es ist nur das hier vorne, okay. Dann können wir auch den normalen Weg... Achso, jetzt habe ich die Pfeilart verändert. Ne, das war die, die wir vorher auch drin hatten, genau. Oh oh. Okay. Kleiner? Von mir aus. Holt sie euch! Der war cool. Oh, oh, oh. Moment, hier ist wieder was Grünes. Lass mich sie von hier abtragen. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Ja, Kleiner. Das kann nur jemand mit Verantwortung und Intelligenz tragen. Nicht jemand wie du. Gut. Können wir das jetzt schon machen? Sollen wir zum Ziel gehen? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber ich sehe hier in direkter Umgebung auch nichts. Vielleicht sehen wir hier irgendwas dafür. Aber wir sollen noch die 480 Meter weit reingehen. Okay, hier sehe ich auch nichts dafür. Vielleicht kommen wir später nochmal hierhin zurück. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon das, keine Ahnung, dritte Mal oder so hier. Oh oh, daran kann ich mich noch erinnern. Kommt jetzt hier wieder ein Boss raus? Ich hoffe doch nicht. Oh oh, ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, was ist jetzt los? Hallo? Geht's noch? Hinter dir, Bruder! Ich würde ja gerne mal was sehen, aber ich kann mich nicht umhören so schnell. Vorsicht, komm hin! Boah, geht's noch? Leck mich. Und ich habe gerade noch... Gut, das war jetzt kein Bosskampf. Ich hoffe, dass der jetzt nicht noch nachzieht. Wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin? Das haben wir schon geöffnet. Der vor uns nach Jötunheim gelangen will, oder so. Kleiner, ich verstehe dich hier nicht. Wir wollen uns doch wohl eher tot sehen. Weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Hallo? So wie ich das verstanden habe, ist das auch deine Familie, du kleiner frecher Rotzlöffel, du. Also, links die Kiste haben wir auf jeden Fall schon geöffnet. Da habe ich jetzt gerade nachgeguckt und hier müssen wir durchgehen. Also... Ich bin ganz ehrlich, ich sehe keine rosige Zukunft für den Kleinen hier. Wer ist erledigt? Was? Wer? Wer ist erledigt? Hallo? Da war doch gerade gar nichts. Geht's noch? Hacksilber. Okay, nur 9, aber immerhin. Moment, können wir hier... Haben wir hier irgendwas, was wir da drauf werfen können? Weil das kann ich, glaube ich, nicht...
mit den Dingern hier machen, oder? So. Ah, okay. Perfekt. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen da so ein gehärteter Stahl. Oh, sehr schön. Wir müssen da so ein rotes Ding draufwerfen, was dann immer so klebt, was man explodieren lassen kann. Oh, Kleiner, das geht doch besser. Linke Seite, Bruder! Geht's noch? Leute, müsst ihr sowas immer machen, wenn ich mich gerade am Unterhalten bin, beziehungsweise was am Sagen bin. So, das Ding müssen wir wohl nicht benutzen, weil wir müssen ja hinten rum. Das heißt, theoretischerweise müssen wir wieder diese Strecke durch diesen schwarzen Berg da gehen. Ne? Also der jetzt nicht mehr schwarz ist, aber wo früher dieses schwarze Zeug davor war. Oh, ist es da? Das... Ist das Heilung? Oder ist das... Nee, das ist Hacksilber. Ah! Ah, ah! Das nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Was ist hier mit? Das können wir... Sehr schön. Auch Hacksilber. Perfekt. Hier ist leider nichts mehr drin, so wie es aussieht. Okay. Wir müssen natürlich alles mitnehmen, weil wir uns ja auch die Sachen leisten können müssen. Es ist schon irgendwie ein geiler Ausblick hier auf dem Berg. So, warte mal. Da oben das Rote, das können wir mit dem Blitzen machen, oder? Ich habe es gerade noch gemacht und schon wieder vergessen. Jetzt kommen aber nicht nur mal irgendwelche Viecher, oder? Oh, oh, oh. Daran war bestimmt auch Odin schuld. Netter Versuch. Daran war bestimmt auch Odin schuld. Odin ist nicht an allem schuld. Er scheint an vielen schuld zu sein, aber nicht an allem. So, nehmen wir uns das auf. Ah, Symbol der Wahrheit, okay. Das du und Mutter auch meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Sie sind nicht besser als wir und sie werden das alle bereuen. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Warum läufst du da hin? Ich dachte eigentlich, dass wir nach oben links müssen. Ich gehe mal dahin. Da ist auch das Ding. Hallo? Hat hier jemand eine Lampe? Ich kann hier nichts sehen. Leute? Da scheint noch nichts zu sein. Oh oh. Oh oh. Thor! Tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab! Sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Ja, auch. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja! Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters.
Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Mann, diese Respektlosigkeit von diesen kleinen Gören. Ne? Wenn das mein Sohn wäre, ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte. Ich hätte ihm wahrscheinlich Zeus zum Fraß vorgeworfen oder so. Die Richtung müssen wir. Also. Nee, Moment, ich wollte aber die anderen haben. Dann legt er sich mit den Göttern an, ohne überhaupt zu wissen, was er da gerade tut. Das ist... Moment, da ist was Blaues. Wir hatten doch hier gerade auch was Blaues. Mal gucken, ob da erst noch Gegner kommen. Ach nee, da müssen wir den reintun. Oh, was seid ihr denn? Fuck. Was spucken die denn bitte? Boah, Junge, halt einfach deine dämliche Fresse. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der geht mir gerade so dermaßen auf den Sack hier. Achso, nee, da muss ich es ja reinstecken. Moment, dann holen wir das nochmal eben von hinten. Da ist nichts drin, okay. Wir haben zwei. Okay. I'm walking. Komm, Junge. Halt die Klappe und geh voran. Vielleicht finden wir noch ein paar Gegner, die dich dann fressen können oder so. Boah. Ich meine, ich habe ja sonst immer... immer mit... Die kommen doch jetzt nicht wieder. Hallo? Klang jetzt irgendwie gerade ganz komisch. Kann ich... Junge... Kannst du hier nicht irgendwas mit machen? Warte mal, wie war das nochmal? Muss er dann da irgendwie drauf schießen? Ach nee, er muss hier drauf schießen, glaube ich, ne? Ja. Ah! Nee, das war B. Ja toll. Sagst du mir dann vielleicht auch mal... Kleiner, sagst du mir vielleicht auch mal, was du da gerade gelesen hast? Nö, ist nicht so wichtig, ne? Oder wie war das? Moment, da oben ist noch so ein Ding. Lassen wir das aber erstmal hier drin, würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass die Viecher hier gleich wieder kommen. Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein.
Naja, helfen tut er schon irgendwie. Ich meine, ich brauche ihn auch, ehrlich gesagt, zum Kämpfen. Ich habe ja alles auf ihn ausgelegt. Ach so, Moment, da kann ich hochklettern und da kann ich hochklettern. Na gut, hier sollen wir hochklettern. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir da rechts hochgeklettert sind bei einer vorherigen Folge. Oder ob wir dann irgendwie ganz anders gegangen sind. Keine Ahnung. Da steht was. Kannst du das lesen, Kleiner? Offenbar nicht. Okay. Dann halt nicht. Och nee. Noch nicht. Was verstehst du daran nicht? Außerdem solltest du den anschießen. Boah, wie kann ich blocken? Ich weiß es nicht mehr. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Was war das? Hallo? Das können wir runter machen. Das ist aber schon runtergemacht. Moment, ist da unten? Ist auch nichts zum Abschießen oder so hier. War ich da unten schon mal? Das ist doch eine Truhe. Ich muss mal eben schauen, ob wir jetzt... Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ist auch nur eine kaputte Truhe. Ja, vielleicht waren wir hier doch schon mal. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir mal einfach wieder hoch. Und ich bin mir nicht so sicher, was uns jetzt gleich erwartet. Doch, es sieht mir aber nach einem Ort aus, wo wir schon mal gewesen sind. Nichtsdestotrotz ist die Folge doch schon, hat schon eine gute Länge erreicht. Also würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.